Wolf-Dieter Gerhardt, geboren 1953, begann mit 38 Jahren mit der Malerei. Ein Autodidakt, der das ausdrückt, was er erlebt, träumt oder mit künstlerischem Blick erfasst. Er hat sich seinen Lebenstraum erfüllt. In seinen zwei Atelierräumen gibt es auf 100 Quadratmetern harmonische Stillleben, farbenfrohe Lichtelemente, sowie Skulpturen und Glasobjekte zu betrachten. Er möchte Interessierten hier einen Einblick in sein Schaffen geben. Seine Galerie soll auch ein Raum der Begegnung sein, für Gespräche über Kunst oder Gott und die Welt.